Oh je, tolle Voraussetzung. Marduk. Erzählen Sie mir die Geschichte von den Schicksalskarten. Also, kurz nach der Entstehung unserer Welt erschuf der Schöpfer zwei mächtige Artefakte, mit denen man mit dem Chor kommunizieren und auf seine Macht zugreifen konnte. Viele haben um diese Schlüssel gekämpft, aber nur einer konnte sie dem Schöpfer mit List und Tücke entwenden. Gemma, der Dämon. Er entführte auch Kyra, den Engel des Lichts, um sie zu seiner Frau zu machen. Als seine Engelscharen den Dämon nicht Mann. besiegen konnten, Schauen wir das entsandte noch. der Oh Schöpfer je. Marduk, seinen eingeborenen Sohn, um die Armeen der Finsternis zu schlagen und überließ die Menschen auf ewig ihrem eigenen Schicksal. Marduk suchte nach Gemmas versteckter Festung und sammelte eine Armee aus Kriegern von jeder Kontinentalscholle um sich. Das haben wir schon Die Armee gelesen. der sieben Winde. Aber eine Armee kann nicht gegen etwas kämpfen, das sie nicht findet. Und als alle Hoffnung verloren schien, überzeugte Dogo, der Trickreiche, Gemma, dass er Kyra zumindest einen Gegenstand lassen sollte. Einen Spiegel. Darin könne sie sich, so meinte der Dämon, für ihren neuen Herrn schön machen. Gemma, wie immer gierig und lüstern, war einverstanden. Da Dogo überziehe ich erschuf jetzt mal den ein bisschen, Spiegel wird aus halt der jetzt Essenz des Chors geschnittener. und übergab ihn dem gefangenen Engel. Sie benutzte ihn, um ihr Licht in den Himmel zu lenken, und erschuf damit die Sterne. Marduk erblickte dieses Zeichen und folgte dem Hellsten zu Gemmas verstecktem Unterschlupf. Nach einer Schlacht, die 100 Tage dauerte, überwältigte Gottes Sohn Gemma. Marduk verbannte die Seele des Dämonen zu den geheimen Orten der Erde. Sein Blut wurde zu Flüssen und seine Augen die Finsternis des Todes. Gemmas Körper wurde in die Höllengruben von Janaak geworfen, wo er bis in alle Ewigkeit verbrennen wird. Später fing Marduk Gemmas Dämonenbrut und sperrte sie in anderen Dimensionen ein, in die nur wenige Anhänger Marduks gelangen können. Dann erschuf er die Tempelstadt Babylon, regierte zusammen mit Kyra viele Jahre und versteckte die Schlüssel so lange, bis die Menschheit das Geschenk brauchte, das im Chor liegt. Das himmlische Königreich? Ja, Marduk lehrte uns, dass seine Macht eines Tages die Welt retten würde. Gut, dann machen wir die zwei Punkte noch und... Wie funktioniert eigentlich die große Achse? Ja, ich habe sie genau studiert. Die Achse verbindet alle Kontinentalschollen vom Nordpol bis zum Südpol miteinander. Sie sammelt die Energie, die durch die Rotation der Kontinente entsteht, die wie riesige Turbinen wirken. Diese Energie versorgt das Chor und ist die Energiequelle, die wir benutzen, um Zauber zu wirken und unsere Maschinen anzutreiben. Naja. Schon mal von Marduk gehört? Wind City wurde von seinen Anhängern gegründet. Noch eine Frage. Ja, denn Marduk schuf die sieben Winde von Septerra. Sieben Armeen, eine von jeder Kontinentalscholle, und führte sie in den Kampf gegen Gemma und seine Legionen der Finsternis. Marduk erschlug den Finsteren, nahm seine dämonischen Diener gefangen und sperrte sie an Orten ein, zu denen nur wenige Anhänger Marduks gelangen können. Unsere heilige Garde der sieben Winde trägt Marduks Lehren weiter. Das ist doch nichts Schlechtes. So, dann ist jetzt Schluss mit diesem Part, mittlerweile dieser Zusatzepisode, sag ich mal. Und dann sehen wir uns im nächsten großen Part wieder. Bis dann, ciao.